Seien Sie ganz Schwamm und saugen Sie auf. Hier ist der Business-Führungscoach. Hier ist Frauke Ihren. Dankeschön, ich habe noch gar nichts gemacht, aber fühlt sich gut an. Ich würde gerne mal mit einer Frage anfangen. Wer von Ihnen fragt sich ab und zu in den unterschiedlichen Situationen, warum verhalten sich Menschen eigentlich so anders als man selbst? Kann ich mal ein paar Handzeichen sehen? Das ist alles? Okay, ich habe eine Antwort für Sie und die würde ich Ihnen heute gerne präsentieren. Und dazu benutze ich folgendes Modell. Dieses Modell besteht aus 5 sozusagen Symbolen. Und ich fange mal mit dem ersten Symbol an. Da hinten der Kreis, da steht drüber Bedürfnisse. Was glauben Sie, braucht der Mensch grundsätzlich? Welche Bedürfnisse müssen befriedigt sein, damit er überhaupt existiert? Können Sie mir mal so ein paar Ideen entgegenrufen? Essen, Trinken, Liebe, Schlaf, Fortpflanzung, Sicherheit. Aber das Entscheidende ist, wir brauchen nicht alle gleich viel davon. Der eine braucht mehr Schlaf, der andere braucht weniger Schlaf, der eine braucht ein bisschen mehr Essen, der andere weniger. Und wie viel wir davon brauchen, das kann man übrigens auch herausfinden, aber das ist ein anderes Thema, das hat einen unmittelbaren Einfluss auf, wie wir die Welt betrachten. Hier dargestellt als Fensterscheibe, wie ist unsere Sichtweise auf die Welt? Und so wie wir die Welt sehen, das hat wiederum einen unmittelbaren Einfluss darauf, wie wir uns verhalten. Aber wer ist denn zuständig für diese Sichtweisen? Wer graviert denn auf unserer Fensterscheibe rum? Haben Sie ein paar Ideen? Wir selbst, ja, so was wir erfahren, was wir erleben, was noch? Auch Medien? Vor allem die Eltern, ja, gleich am Anfang, die ersten 5 Jahre, die sind schuld. Ja, dann haben wir vielleicht die richtigen oder falschen Freunde. Also all das lässt Spuren auf unserer Sichtweise. Okay? Und so wie wir die Welt sehen, dann haben wir da eine Brücke dargestellt, das ist unser Gehirn. So verhalten wir uns. Und da wir uns nicht verhalten können, führt alles zu einem Ergebnis. Entscheidend ist, dass das Ergebnis mittel- und langfristig unsere Bedürfnisse befriedigt. Sehr theoretisch. Ich versuche das mal mit einem Beispiel zu demonstrieren. Folgendes Szenario. Sie stellen sich vor, Sie gehen die Straße entlang und Ihnen kommt ein Dobermann entgegen. Kennen Sie diese mittelgroßen Hunde? So ein bisschen muskulös, kurzes Nicken reicht, Sie müssen nicht mit mir reden. Dieser Dobermann ist nicht angeleint, Herrchen, Frauchen, nicht sichtbar. Auf Ihrer Sichtweise hier ist eingraviert, Dobermänner, die könnten gefährlich sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn der da so entlang galoppiert kommt. Also. Wenn das Ihr Glaubenssatz ist, wenn Sie davon überzeugt sind, dass er eventuell gefährlich sein könnte, wie wird also jetzt Ihr Verhalten sein? Kriege ich ein paar Ideen? Weglaufen. Schon weglaufen? Ich war noch im Konjunktiv, könnte gefährlich sein. Angstschweiß, okay, ich kenne Ihren Glaubenssatz. Sie werden wahrscheinlich nicht darauf zustürzen und sagen, ist das ein tolles Tier. Sondern Sie werden wahrscheinlich mit Bedacht an dem Hund vorbeigehen. So ein bisschen schräg beobachten, nicht direkt angucken, man weiß es ja nicht. Okay, selbe Situation, Sie gehen die Straße entlang, Dobermann kommt Ihnen entgegen. Herrchen, Frauchen nicht sichtbar, Hund nicht angeleint. Ihre Überzeugung ist, Dobermänner, das sind doch richtig tolle Charakterhunde. Ja, viel besser als die kleinen Pinscher, die nur kläffen und permanent in die Wade beißen. Das sind doch richtig tolle Hunde, schau dir dieses Gesicht an. Wenn das Ihre Überzeugung ist, wie ist denn jetzt Ihr Verhalten? Streicheln, drauf zugehen, sagen, was ein tolles Tier, Sie bleiben beim Tier stehen, Herrchen, Frauchen kommen um die Ecke, Freunde fürs Leben gefunden. Sprich, das Ergebnis ist ein völlig anderes, aufgrund Ihres Verhaltens und aufgrund Ihrer Sichtweise. Alle guten Dinge sind 3. Sie gehen die Straße entlang, Dobermann kommt Ihnen entgegen, nicht angeleint, Herrchen, Frauchen nicht sichtbar. Ihre Überzeugung ist, auf Ihrer Fensterscheibe ist eingraviert, Dobermänner, weißt du was, die gehören zu dieser Kampfhunderasse. Die beißen Kinder in den Kopf, achte auf die Zähne. Wenn das jetzt Ihre Überzeugung ist, wie ist denn jetzt Ihr Verhalten? Ich sage Ihnen was, instinktiv, Flucht oder Angriff, Pumpgun heute leider nicht dabei.
Sie werden alles tun, damit sie dem Hund erst gar nicht begegnen, weil das Bedürfnis nach Sicherheit sehr, sehr groß ist und nach Überleben und möglichst sich keinen Gefahren aussetzen. Und ihre Sichtweise sagt ihnen, ich kenne jemanden, der ist schon mal gebissen worden, ich bin vielleicht selber schon mal gebissen worden, ich habe eine Reportage gesehen, wo man gebissen worden ist. Also werde ich alles anders tun, aufgrund meiner Überzeugung. Verstehen Sie die Theorie so ein bisschen? Okay. Es ist aber noch schlimmer. Und dazu muss ich mal zu Ihnen runterkommen. Ich habe das geübt mit den Schuhen und der Treppe. Also, Achtung. Und ich brauche dann immer so einen Freiwilligen. Jetzt muss ich das benutzen. Und ich habe mir Sie ausgesucht. Ja. Ich verspreche Ihnen, es tut nicht weh. Dürfte ich mir Ihre Brille mal ausleihen? Gut. Haben Sie die schon länger? Ist eine gute Brille? Können Sie gut durchgucken? Verraten Sie mir Ihren Vornamen? Lothar. Gut. Lothar. Ich nehme jetzt mal Ihre Brille. Na, die ist mir vorhin schon aufgefallen. Ich habe geguckt, wer hat eine schöne, die ich benutzen kann. Und würde sie Ihnen gerne mal aufsetzen. Oh. Macht intelligent. Wollen Sie einmal aufstehen und gucken? Nee, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Das ist der Nachteil von der ersten Reihe. Es sieht wirklich gut aus. Er will sich nicht zeigen, aber es sieht richtig gut aus. Nur jetzt die Frage, wie gut können Sie durch diese Brille gucken? Schlecht. Schlecht. Lothar sagt aber, und Ihr Name ist? Walter. Walter. Lothar sagt, es ist eine gute Brille. Sie dürfen gerne mal ein bisschen drüber schielen, aber Sie dürfen sie noch nicht wieder absetzen. Wir sind noch nicht fertig. Okay. Lothar sagt, es ist eine gute Brille. Also würde ich vorschlagen, Walter, versuchen Sie es doch einfach mal so mit ein bisschen Mühe. Können Sie dann besser durchgucken? Er versucht es. Nein, Mühe reicht nicht aus. Ja? Ich habe gelernt, wenn Mühe nicht ausreicht, dann müssen wir das mit Motivation machen. Walter. Ja. Wir wollen das aber den anderen demonstrieren. Walter, Sie sind selbstständig oder arbeiten für eine Firma? Sie dürfen jetzt Reklame machen. Ich bin selbstständig. Was stellen Sie her oder welche Dienstleistung? Ich bin Baumeister. Baumeister, wunderbar. Walter, diese Brille, wenn Sie die von jetzt an für immer tragen, dann wird Ihre Baumeisterkunst Ihnen das Doppelte an Einkommen bescheren, die Hälfte an Arbeit und wo immer Sie hinfahren, immer einen Parkplatz vom Haupteingang. Wollen Sie es nochmal versuchen? Nein, nein, der Lothar will die noch gar nicht. Versuchen Sie es nochmal. Versuchen Sie es nochmal, mir zuliebe. Sie einfach nochmal gucken, geht es jetzt besser mit dem Durchgucken? Nein. Also, wir haben wahrscheinlich alle gelernt, wenn Motivation nicht funktioniert, dann müssen wir irgendeine Betroffenheit herstellen. Eine Relevanz. Ich versuche es mal mit Betroffenheit und Relevanz. Walter, darf ich mal Ihre Hand haben? Walter. Gerne. Sie müssen die Hand loslassen. Ja, ich nehme sie gleich wieder. Kriegen wir hin. Walter. Als deine Mutter. Gemeinsam mit deinem Vater. Wir haben alle unsere Liebe, Weisheit und Fürsorge in genau diese Brillengläser gepackt. Geht's jetzt besser mit dem Durchgucken? Hoffnungsloser Fall. Ich befreie Sie. Ich bedanke mich bei Ihnen, Lothar. Wenn auch mit ein bisschen Humor und einem sehr störrigen Walter. Was sagt uns das? Ich verrate Ihnen was, das machen Sie jeden Tag. Jeden Tag laufen Sie durch Ihr Leben und stolpern dabei in ein paar Leben anderer und stülpen Ihre Sichtweise, Ihre Paradigmen, Ihre Glaubenssätze auf die Nase der anderen. Ganz schlimm ist das ja nicht. Ich sage immer, ich habe jahrelang an meinen Sichtweisen gearbeitet und ich werde einen Teufel tun, die über den Haufen werfen, nur weil jemand anderes kommt und sagt, ich sehe das anders. Ich möchte Ihnen trotzdem zwei Gründe geben, warum ein leichter Paradigmenwechsel, eine leichte veränderte Sichtweise Ihnen helfen könnte. Der erste Grund, wenn Sie immer das tun, was Sie schon immer getan haben, bekommen Sie auch immer die Ergebnisse, die Sie schon immer bekommen haben. Wollen Sie andere Ergebnisse, zumindest in einem oder anderen Thema, dann arbeiten Sie nicht nur an Ihrem Verhalten, sondern versuchen Sie doch mal, eine andere Sichtweise einzunehmen.
Das könnte sein, indem Sie das Fenster mal putzen oder die Brille mal tauschen oder umschwenken auf Kontaktlinsen. Völlig egal, versuchen Sie, die Sichtweise des anderen einzunehmen. Versuchen Sie, Ihre Sichtweise vielleicht mal zu erweitern. Der zweite Grund, warum das gut wäre, Sie würden Andersartigkeit nicht mehr als eine Befremdung, sondern eher als eine Bereicherung ansehen. Und ich verspreche Ihnen, es braucht ein bisschen Üben, es ist wie Muskeltraining, man muss das öfters mal machen, dann klappt das besser mit der Interaktion und auch mit dem Nachbarn. Der Kölner würde sagen, jeder Jeck ist anders. Warum nicht auch seine Sichtweise mal besser kennenlernen? Jeder Jeck ist anders, außer der Düsseldorfer. Der ist immer gleich. Vielen Dank, schönen Abend.